Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Craft Attack 11. Ich würde sagen, wir gehen direkt auf den Server, sind hier natürlich wieder auf den glorreichen Wegen von Edgaria. Und ganz, ganz wichtig, Leute, ihr habt abgestimmt. Und zwar, ob der kleine süße Mini-Paluten... Oh, warte, ich bin ja gemutet. Zack, zack. Okay, ihr durftet abstimmen, ob wir Mini-Paluten sprengen. Und ich glaube, 78, ich werde es jetzt hier mal einblenden. Man konnte im Community-Tab abstimmen, ob wir den kleinen süßen Fratz mit TNT in die Luft jagen. Und 78% haben gesagt, nein, Mini-Paluten darf bleiben. Was ich persönlich auch sehr, sehr gut finde. Und, ach so, stimmt, nur kurz zur Info. In der nächsten Folge wird das Urteil gesprochen. Das nochmal ganz kurz zur Info, weil ich musste jetzt diese Folge nochmal dazwischen quetschen, weil ich privat ein, zwei Dinge ist da gerade los bei Paletto. Das nur ganz kurz zur Info. Alles tipptopp. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Stegi hat immer noch nichts an seinem kleinen süßen Häuschen gebaut. Da würde ich ja ganz gerne, dass wir das irgendwann... Ah, das stimmt, das meinte auch jemand. Die Idee fand ich richtig geil. Und zwar, dass man so eine Art Untergrundnetz unter den Landen von Edgaria ins Leben ruft. Dass zum Beispiel mein Haus unterirdisch mit dem von Stegi verbunden ist und dass man dann hier zum Beispiel zum heiligen Edgar direkt kommt. Oh, oh, hier ist aber, da ist aber was Leckerschmecker neu. Warte mal, und hier vorne habe ich doch irgendjemanden gesehen, oder nicht? Hier war doch jemand. Hallo? Ich habe hier gerade eine Person gesehen. Oh, was steht hier? Der Verwunschene war... Achso, das habe ich aufgestellt. Hallo? Ich habe hier doch jemanden gesehen. Das ist das neue Haus von Merle, was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Merle wurde ja auch in der Gerichtsverhandlung angeklagt. Ach ja, ey Leute, falls ihr die Gerichtsverhandlung verpasst habt, zieht sie euch auf jeden Fall rein. Ich habe mir jetzt noch kein Feedback angucken können, sorry. Ich habe gerade eine leckere Banane gegessen. Auf jeden Fall, genau. Merle wurde ja verklagt, weil sie mir so einen alten Gaul angedreht hat. Das geht überhaupt nicht. Oh, stimmt, warte mal. Hier, Schwein Nummer 1 Willi, haben wir für 20 Dia-Blöcke an Castcrafter verkauft. Das war, oh, Stegi ist da. Das war, da können wir ihn direkt mal fragen, wie das aussieht mit seinem kleinen Häuschen. Vielleicht kommt er hier kurz vorbei. Oh, ey, wir haben an sich total viel zu tun, denn ich wollte ja auch unbedingt, die Gebote der Edgarianer noch weiter ausführen. Weil da sind wir ja erst bei Gebot Nummer 5. Wie immer, schreibt dort sehr, sehr gerne weitere Gebote in die Kommentare. Danke, Gomme. Was hat denn... Oh, ist Gomme auch da? Gomme ist nämlich auch ein GHGler. Es gibt da noch, genau, Feistas weiterhin Ratte. Und was ist Pepega? Das ist irgendwas mit Twitch, ne? Oh, hier sind auch viele Cams auf dem Server. Ich glaube, die sind teilweise auch... Genau, ich glaube, die Veni-Cam... Hey! Na, wie geht's denn dir so? Ey, ich hab euch vermisst. Ich hab mich schon gewundert. Ich hab eure zarten Stimmchen, hab ich so lange hier nicht gehört. Ich dachte, ihr seid anderweitig beschäftigt. Ich dachte, ihr hättet Paletto vergessen oder so. Nee, wir sind hart am Acker im Shopping-District. Da muss ja ein Shop hin. Ah, stimmt. Ach so, ja, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, auch die Sache, weil, wie gesagt, es ist aktuell viel zu tun. Spark hat unseren Laden dicht gemacht. Weil wir den Regular... Hey, Feister! Weil wir ein bisschen die Regularien verletzt haben. Und nichtsdestotrotz haben wir, nachdem wir die eine Regel gebrochen haben, haben wir direkt die nächste Regel gebrochen. Ihr steckt da alle mit drin! Indem wir einmal unter der Hand Willi verkauft haben, obwohl unser... Hey, Gomme! Hey, Gomme! Na? Es geht! Hey, ich wollte dich was fragen, aber ich möchte auch euch gar nicht unterbrechen. Nein, komm, du störst doch nicht. Ja, ich wollte ganz gerne eine Creeper-Farm bauen für Gunpowder und für natürlich auch TNT und TNT-Harz und alles Mögliche, was mit TNT zu tun hat. Ja. Und ich wollte fragen, soll ich das hier bauen, in Edgaria irgendwo? Oh ja. Oder ganz woanders? Aber nein, komm. Komm her, ein Freund, mein Bester, komm mal her hier. Ja. Also, wir in Edgaria würden natürlich zu Abschreckungszwecken so eine Fabrik sehr, sehr gerne in unserem Industriegebiet haben. Das ist ja ganz klar. Nur für Abschreckungszwecke. Ja, wir sind in Edgaria, wir haben keine Lust auf Explosionen und Zerstörung. Nein, das haben wir nur mal so für die Abschreckung. Genau, da bin ich ganz bei dir.
Ja, okay. Ja. Dann mach ich das. Ich hab da vielleicht einen Einwand. Oh. Creeper Farm auf Land, die nein, werfen kaum was ab. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte das natürlich richtig machen bei dem nächsten Meer, das ich finde. Dass da auch so richtig viel bei rumkommt. Ja, dann ist das krass. Finde ich gut. Finde ich sehr gut, Gomme. Das wäre dann das erste Gewerbegebiet von Edgaria. Ausgezeichnet. Du bist, perfekt. Gomme, du bist eine Maschine. Ja, du eine Maschine. Ja, ausgezeichnet. Und allerdings, lieber Gomme, also du bist dann ja praktisch auf edgarianischem Boden. Und da würden wir natürlich eine Paletto-kleine TNT-Steuer einführen, wo du vielleicht so ein bisschen, weil, weißt du, eine Hand wäscht die andere, einen kleinen Paletto-Obolus. Na klar, das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Deswegen baue ich das doch auch hier. Ich habe doch auch mein Haus da vorne gebaut. Ja, das ist echt schön geworden. Also Dankeschön. Das muss ich sagen, ich fand, du hast das richtig gut umgesetzt. Am Anfang, als du gesagt hattest mit dem Trollface und so weiter, war ich mir nicht ganz so sicher, aber das passt da so gut hin. Also ist von mir persönlich eine 10 von 10. Ist approved, danke. Ja, ist mega approved. Also vielen Dank. Finde ich schön, dass du dir hier einen kleinen Außenposten gebaut hast. Ja, und das mit dem Trollface, genau, habe ich erstmal wieder verschoben auf irgendwann anders. Ja, das ist perfekt. Weil wunderbar. Wir trollen nicht, wir sind ja ganz lieb. TNT auch nur zur Abschreckung und so. Ja. Das war natürlich, ey. Wunderbar. Was hast du jetzt? Und jetzt baust du da so eine dicke, fette Creeper-Base. Genau, jetzt mache ich mich auf die Socken. Ich werde gleich erstmal die Materialien holen und so und dann lege ich direkt los. Okay, ja, da wünsche ich dir viel Spaß. Wie immer, Leute, natürlich. Wenn ihr bei Gomme mal vorbeischauen wollt. Lädst du Videos für Craft Attack hoch? Ja, aber noch zu wenig. Ich muss meinen YouTube-Kanal noch mal ein wenig entstauben. Da war ich ein wenig inaktiv. So. Aber Twitch, für ein paar Jahre. Also, Leute, natürlich. Schaut. Oh Gott, okay. Okay. Einmal kurz ins Bettchen. dann schaut bei Gomme da definitiv mal vorbei. Und vor allen Dingen, Gomme und ich haben ja auch eine Mann, hier ist alles besetzt. Buchis. Hallo. Okay. Na toll, jetzt komme ich mir nicht. In meinem eigenen Haus. Was geht ab, Mann? Hey. Schön. Na, du süße Maus. Es geht. Ich habe was. Hast du mein Haus schon gesehen? Das wurde angefangen. Das ist eine weiße Wanne. Ach so. Ach, das meine ich. Ja, das ist tatsächlich eine weiße Wanne, wie bei meinem Haus. Richtig. Ja. Und das wird jetzt, Achtung, guck mal, ich bin hier mit Wassereimer heute dann da. Dann werde ich hier das jetzt alles so, weißt du? Nasser Keller. Okay. Aber warte mal, Shigi, komm mal kurz her. Jo. Willst du mich hier gerade verspotten oder was? Nein, ich mach das. Nein, Nein. Nein, wir sind hier nicht gar. Leute. Das mit diesem ganzen Abendboss, das war ja. Wir können nicht alle hinrichten, ja. Ja, aber mich aber wir können es probieren. Ja, wir können es probieren. Wir können bei uns selbst anfangen einfach. Nein. Doch. Nein. Ich bin der Erste. Nein, Stegi, komm zur Besinnung. Okay, du hast recht. Also. Nein, aber das hier ist eben so konkret und ich weiß nicht, ich mache jetzt dann so Wasser ohne Witz zu betonen. Okay. Ach so, ich dachte, du wolltest mich einfach verhöhen. Da war ich natürlich verstört, ob ich für dich nur noch eine Lachnummer bin nach all der Zeit, die wir uns jetzt, wir haben uns ja jahrelang nicht gesehen. Nein, keine Lachnummer. Okay, keine Lachnummer. Nein. Alle anderen Lachnummern. Ja, besonders. Hast du mitbekommen, dass da hinten eine U-Bahn-Station entsteht? Eine U-Bahn? Ich habe mich gefragt, was das ist. Deine Kompagnons, die haben mir teilweise verboten, dahin zu gehen. Darf man sich das schon angucken? Lieber noch nicht. Okay. Das ist nicht so schön. Genau. Das wäre aber schön. Ja, okay. Und wo führt diese U-Bahn? Weiß man, wo diese U-Bahn-Station hinführt? Die hat noch kein Ziel. Der Weg ist da das Ziel. Die ganzen Personen, die da rumstehen werden. Okay. Ja, ey, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich meine, Edgaria und vor allen Dingen Edgartown, wir sind natürlich auch eine fortschrittliche Stadt. Wir wollen natürlich auch hier die öffentlichen Verkehrsmittel fördern, um vielleicht auch Touristen anzulocken, um den Tourismus auf Vordermann zu bringen. Weil das ist ja auch alles hier für die Kriegskasse. Du weißt Bescheid. Oh, wer brennt da? Ich weiß Bescheid. Okay, ausgezeichnet. In der U-Bahn-Station wird später dann den Nametag-Ticker geben, weißt du? Ich habe da nämlich mit jemandem gequatscht, der kann da die Nametags organisieren. Das finde ich auf jeden Fall gut, weil Nametags benötigen wir immer noch für unsere
für unsere Tierverkäufe, die unermesslich wichtig sind für weitere Vorkehrnisse gegen etwaige Feinde. Richtig? Feinde, ja. Feinde, wo? Warum Feinde. Guckst du mich an? Feinde. Hallo, warum? Warum, Leute, ja. Hallo, warum guckst du mich an, Mann? Leute, ich weiß hallo. Es nicht. Feinde. Ja, Feinde. Nein, du bist kein Feind. Obwohl du natürlich immer noch relativ verdächtig bist, weil du immer noch hier das... du bist immer noch ein GAGler. Das ist ganz klar. Was mit Feister und Norman? Na, Feister ist eine Ratte. Ja. Das darf man nicht vergessen. Recht. Eben. Recht. Und Vedo? Vedo, kannst du mal kurz zur Seite? Kannst du mal kurz hier mitkommen? Kannst du mal kurz hier mitkommen? Pfeif ihn zusammen. Vedo, was ist denn passiert? Du warst doch ein strammer Edgar. Ja, jetzt ist er wieder geswitcht. Ich hab das doch gesehen. Das hab ich mir doch nicht eingebildet. Also, ich bin Edgar. Vedo, du bist ein Fähnchen im Wind, hat man hier sich sagen lassen. Aber das Ding ist, ich glaub dir, vielleicht hab ich mich einfach nur verguckt und du würdest mich ja nicht anlügen, oder? Dünnes Eis, Vedo, dünnes Eis. Warum sollte ich sonst den edgarianischen Tiershop bauen? Genau, das, genau. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Und du weißt ja, was für Strafe auf Lügen steht. Richtig. Amboss wahrscheinlich, weil es gibt keine andere Strafe. Genau, richtig. Ich glaube, Vedo ist da nicht so ganz sicher über, wie soll ich sagen, also, den Link kann ich leider nicht öffnen, deswegen, ich vertraue ihm einfach. Und wenn rauskommt, dass er mich hier anlügt, da ist wieder ein Kilo. Ja, scheiße. Mach ich auch, Mann, Alter. Nicht öffnen. Ja, also Vedo, ich weiß, dass du bist niemand, der uns hintergehen würde. Deswegen vertraue ich dir da. Und du hattest was von einem Tiershop erwähnt. Das ist korrekt. Ist es möglich, sich das Ganze mal näher anzugucken, oder? Ja, dann müssen wir Ist der Shop noch nicht eröffnet? Naja, wir haben sozusagen eine Wand stehen. Eine Wand? Mal, da kannst du dir schon mal die Dimension ausdenken. Okay, ich bin gespannt. Warte, ich nehme Karl. Wir müssen ja laufen. Oh, das ist zu weit für Karl. Tut mir leid, Karl. Oh Mann, Karl, so Mist. Hat jemand Karls Leine? Die hab ich. Ja. Alles gut. Ich hab's nicht gesehen. Karl, wieder hier dran. Karl, beruhig dich aber erstmal. Jetzt komm mal wieder runter. Ja, Karl ist manchmal ein bisschen... Da bin ich mal gespannt. So also... So. Oh, ich hab keine Waypoints mehr. In welche Richtung? Männer? Okay. Wo ist Karl aber? Karl, der wartet zu Hause, weil Karl wird potenziell zu langsam. Dann machen wir hier mal direkt wieder... So, Marktplatz. Okay, dann gucken wir uns mal die Wand an. Ja, das ist natürlich... Ich dachte, wir könnten heute eine großartige Eröffnungsfeier... Also, du kannst hier schon was eröffnen, auf jeden Fall. Ja, okay, das ist ja schon mal... Das ist eine glorreiche Front! Das ist groß erstmal. Das ist erstmal sehr aber groß. Das ist die richtige Dimension für unseren phänomenalen Supershop. Vedo, ausgezeichnet. Hört ihr, alle haben gehatet, aber... Nein. Ich hab das gebaut, also... Du hast das gebaut. Wo sind die Hater jetzt? Ja, die waren schon, haha. Was hat Vedo gemacht? Er hat sich die Lorbeeren eingeerntet. Nein. Ganz so nicht, Vedo. Nein, wir haben hier... Ja? Haben hier ein Verbrechen, nämlich ich habe hier ein schönes Chicken aufgebaut. Leise, ganz kurz. Oh. Da schon mal Kunden, schauen schon rüber. Habt ihr gesehen, wie beeindruckt der hier gerade hingeguckt hat? Oh, was ist denn das für eine schöne Wand hier? Ja. Hallo, Karabas! Guck mal, na? Hab ich einen neuen Shop-Nachbarn oder was? Was ist dein Shop hier? Ja, hier du hast Konkurrenz erstmal. Ja, das ist okay. Was verkaufst du? Okay. Eier nicht, aber alles andere. Okay. Oh, ja. Ja. Das klang ja überzeugt. Ich finde, bei deinem Shop braucht man zu lange zu verstehen, was es ist. Bei unserem Shop da drüben, man checkt sofort. Ja. Verkaufst du? Achso, du bist hier mit dabei. Ja, okay, das stimmt. Tierhändler, das wird ein ausgezeichneter Tiershop. Aber nicht nur irgendwelche Tiere, sondern Tiere, die ein Zuhause suchen. Tiere, die was durchgemacht haben. Das erste Tier, was wir verkauft haben, war ein Zwassern. Wie bitte? Biete ihm direkt was an. Nein, wir haben aktuell verkauf nichts. Verkauf mich. Nein, für dich kriegen wir nichts. Für dich kriegen wir nichts. Mann. Doch, du bist doch meine Nummer 1, das weißt du doch. Du bist mein bestes Pferd im Stall.
Naja, wir haben gerade nichts auf Lager. Wir haben Willi verkauft für 20, aber unter der Hand. Weil das Problem ist, wenn Spark uns erwischt, dann haben wir ein großes Problem. Weil der will sonst Steuern und alles haben und das können wir... Oh. Steuern? Ja, nein, oh. Das muss man immer zur Seite legen, weißt du. Aber das, was wir eingenommen haben, ist schon verplant. Wir können keine... Oh, das können wir nicht 200 entbehren. Verdient, 400 ausgegeben. Lass uns aber einfach ein Team verkaufen, das noch nicht existiert, weißt du. Ich glaube aber, ich kann das Problem ist, Karavas ist ebenfalls Edgarianer und ich kann ihn nicht, man darf sich über, wie bitte? Wie bitte? Karavas, kleiner Stegi-Spaß. Hey, Karavas, was geht ab, Mann? Hey. Aber schöner Shop, hat der mehr Dimensionen oder was? Okay. Ja, auch Geruch, riech doch mal. Genau, was soll jetzt hier noch rankommen? Welche Seite? Also ich war ja schon fertig mit der schicken Seite. Hier war ein riesiger Hühnerkopf, was sehr cool aussah. Und dann kam ein GHG-Mitglied und hat die einfach zugrunde gemacht. Aha. Und fing... Komm mal ganz kurz mit. Bin abgeholt. Ey. Du kannst nicht einfach Leute schlagen. Was ist denn da los mit dir? Ich bin du bist doch meine Nummer 1. Ich habe mich gestreichelt, nicht geschlagen, weißt du? Das war ein liebevoller. Ey, ganz ehrlich, bei den GRG-Lern wäre Bambus drin, aber ich gebe dir nochmal eine Chance. Ey, danke dir. Aber du musst deine flinken Fäuste unter Kontrolle halten. Ich Fäuste da unter dem Tisch, versprochen. Okay, hast du dein Paluten GRG-Cape um? Nee, soll ich anziehen? Ja, natürlich. Also ich hoffe, dass ich da auch gleich eine Aufnahme von dir bekommen, also aus dem Stream, wo wir das gleich hier mal einspielen können. Er hat nämlich ein legendäres Cape. Gestern Abend nach dem Stream bin ich in dem, wir haben eine Nachbarschaftswache, in dem Outfit um die Häuser gezogen und hab die Nachbarschaft überwacht. Ja, also richtig. Gott sei Dank. Durch so Kleingärtenkolonien, weißt du? Sehr gut. Ich hab halt nach vorne geguckt. Ja, find ich gut. Also, du bist rehabilitiert, aber nicht mehr schlagen, okay? Okay, verstehe. Gut, ausgezeichnet. So, hey, ich muss ihm ganz kurz die Leviten lesen. Geht ja so nicht. Also, ja. Aber ist alles in Ordnung. Er hat ein Paluten-Cape und dementsprechend alles easy. Okay, dann ist okay. Wenn der Umsatz stimmt. Wollen wir, aber was, jetzt kommt da ein Huhn hin oder was wollen wir da? Wollten wir nicht teilweise so die verschiedenen, könnte man nicht 4 Tiere hier hin machen? 4 Tierköpfe? So. Ja, das ist eine geile Idee eigentlich, wenn du das haben willst. Ja, doch. Also, ihr müsstet mir einfach sagen, ob das möglich ist. Weil wir sind ja ein allgemeiner Tiershop. Und so hätten wir ja von allen Seiten, also, hätten wir ja deutlich mehr Tiere, die zu sehen sind auf den jeweiligen Bildern. Vorne ist Edgar, weil wir sind natürlich, das ist der Shop der Edgarianer, das ist ganz klar. Ich würde auch sagen, unter der Schnauze ist dann der Eingang oder da rechts, je nachdem. Und auf der Seite könnte dann ja zum Beispiel noch ein paar weitere Tiere sein, ja. Guter Einwand, mein Herrscher, ja. Hier auf einer Seite. Veto. Komm mal ganz kurz zur Seite. Ich bin nicht was Besseres als du. Ich bin nicht dein Herrscher. Wir sind Freunde. Ich glaube schon, dass du was Besseres bist. Nein. Wir sind Freunde. Nenn mich einfach Paluden, Patrick, Maschine ist auch in Ordnung. So werde ich auch oft genannt. Maschine Patrick. Nein, nenn mich einfach Palle oder sonst, du musst mich nicht Herrscher nennen. Das ist, wenn du wieder zurück heute Nachmittag, wenn Basti online kommt und du wieder GRG bist, dann... ihn kannst du Herrscher nennen, aber hier bei den Edgarianern sind wir alle gleich. Ja. Bist du Captain zur See? Warum? Weil ich dich früher mal Captain zur See genannt habe. Wegen meinem Captain zur See? Nee, wegen diesem Meme von dem Typen vom Kiez. Ja. Okay. 90% der Leute kennen das, glaube ich, gar nicht mehr, diese legendäre Kiez-Doku. Aber die war gut mit irgendwie Schein A, B, 2 und... Ach, und die 6. Und die 6. Ich war die großen Pötte. Nee, ey, wunderbar. Also, Vedo, du weißt, was zu tun ist. Der Shop, der muss die Umsätze. Der Krieg geht verloren, Vedo. Der Krieg geht verloren. Warte, welcher Krieg? Ich will einfach nur einen Shop bauen. Welcher Krieg? Wann kämpfen wir endlich? Ich will kämpfen. Ich will... Abwarten. Bei dir wird erstmal morgen um 15 Uhr entschieden... Was mit dir passiert? Du willst mich hinrichten, oder? Ich? Nein, die Zuschauer werden ja entscheiden. Also ich hab, ey, ganz ehrlich, wenn's nach mir ginge... Wärst du jetzt schon tot.
Nein, nein, nein. Ich werd mich komplett raushalten. Ich war einfach nur Richter. Ich bin ja auch nicht dein Henker. Also da gibt's andere Leute, die sich die Hände dreckig machen werden. Ich warte auf dich, Freundchen. Aber nee, also, ey, nehmt euch so viel Zeit, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Nee, da freue ich mich auf jeden Fall, dass wir dann anfangen können, weitere Tiere dort zu verkaufen, um ein bisschen Paletto-Money zu machen. So, ich habe jetzt, warte mal, ist hier Cast Crafter? Chillt er noch hier, oder? Ist er? Heigo, bist du da? Oder ist er zu Hause? Ich guck mal kurz. Nee, ist nicht da. Weil das Ding ist, wir brauchen ja auch noch Mauern um Edgaria. Einfach alle Paletten her, oder wie ist das jetzt, der Plan? Na klar, das wird immer. Na, er ist ja nur eine halbe Stunde hier, ne? Dann enjoyt man. Ja, stimmt. Das stimmt. Sie kommt in für Folge machen, wisst ihr, und dann zack. Hey! Au! Okay, nein, der Chef hat sich das Bein gebrochen. Heigo ist scheinbar nicht da. Nee, weil das Ding ist ja, wir benötigen ja irgendwie so viele Materialien für die Mauer. Und ich wollte Heigo fragen, ob es irgendeine Maschine gibt, die uns dabei vielleicht ein bisschen unterstützen könnte. Da gibt es eine Maschine. Und er ist ja furchtbar schlau. Ja, Heigo ist sozusagen der schlauste Spieler. Genau, genau. Und deswegen wäre es gut, dass wir... Komm mal kurz zur Seite. Nein. Komm mal kurz zur Seite. Ja, ja, ja. Ja, hast recht. Ja, was denn? Ja, nee, ist in Ordnung. Der zweitschlauste Spieler. Nein, ich bin nicht schlau, das ist Nein, doch, du bist ein Fuchs, weißt du? Also du bist Marketing-Genie, weißt du? Du hast mich in den Shop gelockt und mich dann halt, also ich habe alles gekauft halt, weißt du? Also Ja, warte mal, aber hast du dafür nicht eine 100er Dono bekommen und sogar noch mal 10 Subs? Ja, ey, die habe ich mir auch köstlich schmecken lassen. Also dankeschön, nochmal vielen Dank. Ja, bitte, sehr gerne. Ey, okay, Castcrafter ist nicht da, aber dann müssen wir ihn auf jeden Fall, oder ich muss ihn irgendwann nochmal kontaktieren, damit er da vielleicht uns so eine kleine, einfache Maschine zur Verfügung stellt, damit das funktioniert. Das wäre schon geil, glaube ich. Also, nur gut, okay. Was genau brauchen wir? Wir brauchen, je nachdem, was für eine Mauer wir brauchen. Die muss ja schon stabil sein, eher was Steiniges so, ne? Oder Holz, aber Holz kann abgefackelt werden. Stein. Ja, aber es muss doch eine... Stabilen Stein. Ja, stabiler Superstein. Ja. Den brauchen wir. Und Heigo ist vielleicht so schlau und kann eine Maschine bauen, die uns Stein besorgt. Hallo? Heigo! Hey, Heigo! Hey. Heigo, Heigo! Wow. Tanzkreis um Heigo! Yeah, Heigo, yeah. Heigo, yeah. Heigo, Heigo! Er ist der schlauste Heigo. Mensch der Welt. Es ist unser Heigo. Heiko, hey. Lieber Heiko. Erste Frage, wie geht's Willi? Sehr gut, der ist immer noch hier hinten. Er hat sich beworben, er wird für Jahrleiter. Es gibt einen Spendenbox, das Trinkgeld für goldene Karotten für Willi. Oh. Warum sehe ich da seine Rippen? Ach, der sieht mir abgemagert aus, Heiko. Nein, dem geht's supi, Hast du den nicht gefüttert? Oder? Also irgendwie waren noch mal Karotten, aber die sind irgendwie weg. Wieso hat er so zitterige Beine? Okay, Heiko, mir wurde gesagt, dass du sehr schlau bist. Ja, danke ich. Danke, also. Ja, also, wir haben ja das Land Edgaria und wir benötigen starke, stabile Mauern. Und dort hatte mir mein superbestester Freund Stegi gesagt, Stein wäre gut. Verstehe, Stein ist super. Ja, genau. Und kannst du oder hast du die Möglichkeiten, eine Maschine zu bauen, um Stein abzubauen, sodass wir nicht wie Dummköpfe unten alles abklopfen müssen? Das besteht tatsächlich die Möglichkeit. Okay. An was für einen Stein habt ihr denn gedacht? Stegi, an was für einen Stein haben wir gedacht? Bruchsteine für eine stabile Mauer? Bruchsteine, ja. Mhm. Da lässt sich was machen. Ich hätte da direkt was im Kopf, ja. Okay. Ich bräuchte dann nur, dann Mitarbeiter würden auf Montage vorbeikommen. Ja. Das wird dann ungefähr so 24 Stunden dauern. Ja. Und dann wird das Maschinchen stehen. Ja, ausgezeichnet, Herr Heiko. Das finde ich gut. Das würde ich gerne einmal in Auftrag geben, wenn das möglich ist. Wie sieht das denn aus mit den Kosten? Würde ich eine Rechnung schreiben dann danach? Einen Kostenvoranschlag kann ich jetzt noch nicht machen zum jetzigen Zeitpunkt. Castcrafter, kannst du kurz mitkommen? Jetzt wird er geschlachtet. Willst du mich über den Tisch ziehen, Heigo? Kein Kostenvoranschlag. Brudi, du weißt, ich baue gerade ein Haus. Wenn du plötzlich mit immensen Kosten vorbeikommst, mach mal guten...
guten Preis, okay? Lass mich mal kurz gucken, warte mal eben. Ich weiß, dass mit Willi, da hattest du auch hohe Kosten. Also, ja. wir wollen dir ja nicht, genau, rechne mal kurz. Mhm. Oder mach doch wie bei Spark mit zinsfrei. Also, ne? Ja, stimmt, bei Spark. Das war auch. Ich habe gehört, Castcrafter hat Finanzbetrug begangen. Wir melden dich bei der Steuerbehörde, wenn uns das nicht kostenlos macht, Castcrafter. Nein, wir wollen es nicht, kostenlos. Lass ihn beim Finanzamt melden. Nein, das ist. Ja, aber sonst wird das Finanzamt auf uns aufmerksam. Ich hätte einen Preis da. Ja, bitte? Das bin natürlich aus der Redstone-Technik, sehr kompliziert. Ja. Habe ich ja lange die Ausbildung im Meisterschein auch mit dazu gemacht. Ja. 23 Dia-Blöcke wären der Preis. 23 Dia-Blöcke? Okay, lass ganz kurz mal zusammenkommen und das... Nein! Okay, glaubt ihr, wir sollten das machen? Glaubt ihr, 23 Dia-Blöcke ist... Lass 40 zahlen. Das Problem ist, wenn wir es nicht machen, dann werden wir halt früher oder später überfallen wahrscheinlich, weil die halt, die wissen, dass die Volltrottel keine Mauer hinbekommen. Ja, okay. Also wir kaufen die Maschine. Okay, warte. Oh Gott. Das wirft ein riesiges Loch in die Kriegskasse. 23. Zack. So, Herr Castcrafter. Schönen guten Tag. Also, kurze Frage. Es ist ja, also gibt es vielleicht einen kleinen Heiko-Rabatt? Einen kleinen Paletto-Rabatt? Einen kleinen Rabatt, haha. Ja? Also ich könnte, Heigo, Ich kenne ja ihre anderen Bauprojekte und ich habe da sowas gesehen und ich wäre dazu bereit, auf 20 Dia-Blöcke runterzugehen, wenn es einen Snack-Kühlschrank gibt. Oh, ein Snack, ja, okay, ausgezeichnet. Dann 20, warten Sie kurz. Da liegt das leere Papier in den Kühlschrank rein nach dem Bau. ich werfe alles in den Müll. Ich dann hier, da ist das ordentlich. Hier per Vorkasse 20 Dia-Blöcke. Sehr schön. Und dann freue ich mich auf diese glorreiche Maschine. Die wird wunderbar werden. 100.000 Stein die Stunde, das wird ein Oschi. Und jetzt kommen alle auf ihrer Brust rum. Warum? Macht mit! Ja, weil wir eine Maschine gekauft haben. Ach so, ja, aber warum trommeln wir auf der Brust rum? Keine Ahnung, weil wir... Weil wir Affen sind? Schönen Tag noch. Okay, wirst du die mitten im Dorf bauen oder wo wird die Maschine stehen? Boah, das ist frei entscheidbar. Die können überall hin. Okay, wie groß ist die Maschine denn? So 20 mal 20. Okay. Leute, wo packen wir die hin? Industriegebiet, oder? Industriegebiet wäre super. Ist auch die Anbindung besser? Ich brauche so ein 3-Oben-Kabel. Bei der U-Bahn? In der Nähe der U-Bahn? Ja. Oder? Irgendwo. Weil das Problem ist... Ich kann ein Industrial-Gebäude darum bauen. Das sieht cool aus dann. Haben wir denn schon ein Industriegebiet? Haben wir noch gar nicht. Ja, das ist ein richtiges... Okay, Herr Castcrafter, wir werden Ihnen die Info rüberschicken. Sie werden ein Schild sehen, wo Sie bauen können. Ja, okay. Dann war es mir eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Und ich freue mich schon auf diese glorreiche Maschine. Freude ist ganz meinerseits. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben zu danken. Sie sind wirklich ein großartiger Baumeister. Du bist der beste Castcrafter. Okay, das ist ja wunderbar. Okay, Leute, dann lass mal gucken, dass wir definitiv mal einen Platz raussuchen, wo wir das Ding hinstellen wollen. Bruchlandung! Oh, er hat am Portal gelauert. Ja, ich hab ihn bekommen. Da war schon einer. Er hat auf uns gelauert. So, okay, dann ist jetzt die Frage, wollen wir es hier hinten machen? Gomme, du musst ja sowieso ein bisschen weiter weg, weil das Meer ja sowieso ein Stück weiter ist. Genau, ich muss ganz weit weg. Wahrscheinlich kann ich das gar nicht im Industriegebiet dann bauen, sondern muss das an einem anderen Ort machen. Also mach das nicht abhängig. Ja, aber du könntest ja im Industriegebiet zumindest so einen kleinen Gomme, weil wir brauchen ja, wie gesagt, deine glorreichen TNT-Blöcke. Okay, dann stecken wir das... Dann mach ich so einen kleinen Shop-Bereich quasi. Ja, genau. Laden auf, so. Ja, so ganz klein, da muss nichts Aufwendiges sein, einfach nur so, vielleicht so ein kleiner TNT-Block oder irgendwie so. Okay. Ja, ausgezeichnet. Die Stimme in meinem Kopf sagt, ich soll das Boot anzünden. das würde brennen. Ja, also, aber... Ich glaube, wir sollten die Zuschauer entscheiden lassen, ob das Boot brennt oder ob das Boot fährt. Okay, ja, lass das doch machen. Dann machen wir auch eine Abstimmung. Könnt ihr jetzt wieder im Community-Tab abstimmen, ob wir in nächster Zeit das Boot abfackeln sollen bei nächster Gelegenheit. Das Boot muss brennen, das Boot muss brennen. Das Boot muss brennen. Okay, wo wollen wir das Gewerbegebiet hinmachen? Also wo glaubt ihr? Fußballstadion abreißen und das da hinbauen. Ja, das Problem war leider, Mo war vor uns da und also ich muss irgendwann mal das vielleicht ein bisschen verkleiden oder hier mal ein bisschen mehr Bäume hin, weil das Stadion passt jetzt thematisch.
Wir liegen so im Bett und hören so Fangesänge und so. Ich weiß ja, es ist einfach ein gigantisches Stadion. Junge, ja, was auch einfach, also ja, ist super. Ja. Ja, man muss das einfach ein bisschen, hier einfach wieder ein paar Bäume anpflanzen, dann passt das schon. Dann sieht man das auch schon gar nicht mehr so richtig. Ich bin zufälligerweise Gärtner. Oh ja, das wäre super, Marcel. Du hast einen grünen Daumen, das weiß ich. Einen grünen Daumen. Nee, aber ich würde sagen, Industriegebiet hier in die Richtung, ne? So. Okay, ja. Wir können auch so industrielle Gebäude bauen, so 2, 3, dass das alles cool aussieht. So, ja, finde ich warte, cool. Warte, hier lang. So, ich würde sagen, hinter der, hier anfangen, oder? Hier. Hier ist auch eine tolle Fläche. Ja, finde ich auch. Hier ist recht eben schon. Hier und das ist auch. Die Bahn, ja, genau. Das ist genau. Unsere Waren in die Welt verfahren. Genau. Mit dem Zug. Ja. Perfekt. Wir werden das. Und dann können wir auch hier lautere Maschinen haben. So, das ist dann völlig in Ordnung. Weißt du, dann stören wir niemanden. Das ist richtig gut. Und damit läuten wir die Industrialisierung Edgarias ein. Leute, das war's mit einer weiteren kleinen Folge von Minecraft Craft Attack 11. Wie immer, lasst gerne ein Like da und vergesst unter keinen Umständen bei allen Leuten, die hier am heutigen Tag die Folge zu der gemacht haben, danke an euch Jungs. Schaut dort unbedingt vorbei. Lohnt sich wirklich, die jeweiligen YouTube-Videos euch reinzuziehen, die Streams, und schaut auch gerne wie immer auf paluten.shop vorbei für einen kleinen süßen Mini-Paluten und vieles mehr. Und dann bedanke ich mich. Euch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.